Oh, ihr wart auf der Kranger Kirmes. Schön, sage ich und gehen noch einmal schnell. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts, gibt er lässig von sich und richtet sich dabei auf. So, dann will ich mich mal um die Klamotten kümmern, meint er freundlich und winkt mir, ihm zu folgen. Im Hausflur fuchtelt er einige Minuten mit dem Haken an der Dachluke rum. Entweder ist er kurzsichtig oder sieht die Öse der Luke nicht oder er ist einfach nur zu dämlich. Endlich erwischt er die Öse und zieht die Luke abwärts. Ein Quietschen schallt durch den Flur. Eine Lawine aus uraltem Dreck rieselt auf den durchgelatschten Teppich. Hier oben müssen schon seit Ewigkeiten keiner mehr gewesen sein, will ich gerade sagen. Doch Wolfgang kommt mir zuvor. Da oben war schon seit Ewigkeiten keiner mehr, spricht er mit spannungsgeladener Stimme, so als verberge sich auf dem Speicher ein Geheimnis. Vorsichtig kletter ich hinter ihm her. Eine schwach leuchtende, frei hängende Glühbirne erhellt den mit Staub überzogenen Dachboden. Kisten und alte Möbelstücke stapeln sich in einer Ecke. Alte Dachpfannen, Latten und sonstiger Ramsch in der anderen Ecke. An der Giebelwand steht ein morscher Kleiderschrank. Wolfgang läuft gezielt auf ihn zu und versucht, die Schranktür zu öffnen. Wild zerrt er daran, doch ohne Erfolg. Gespannt beobachte ich ihn und platze fast vor Neugier, was sich im Inneren des Schrankes wohl verbirgt. Wenn er schon sehr lange nicht mehr hier oben war, müssten sich mit Sicherheit noch sehr alte Klamotten im Schrank befinden. Von Ungeduld geplagt eile ich ihm zu Hilfe. Gemeinsam rütteln wir jetzt an der Tür.